Hallo, da bist du ja. Herzlich willkommen an der Realschule Goldene Aue. Ich heiße Lina. Und ich heiße Luis. Lieber hätten wir dich und deine Eltern persönlich am Tag der offenen Tür begrüßt. Euch unsere Schule gezeigt, Fragen beantwortet und gemeinsam beim Kaffee und Kuchen zusammengesessen. Das geht zu Zeiten des Coronavirus leider nicht. Aber durch Corona haben wir auch sehr viel gelernt. Und zwar uns digital zu verständigen. Deshalb hat es uns viel Spaß gemacht, für euch dieses Video zu drehen. Um euch einen kleinen Einblick von unserer Schule zu geben, damit ihr euch schon auf unsere Schule, die Realschule Goldene Aue, freuen könnt. Ohne digital geht natürlich auch bei uns nichts mehr. Deshalb sind wir inzwischen digital ganz schön fit und digital gut ausgerüstet. Mit Notebooks, iPads, unserer Kommunikationsplattform iSurf, interaktiven Whiteboards und Dokumentenkameras. Also alles, was notwendig ist für das digitale Lernen. Und damit du digital richtig durchstarten kannst, werden die neuen fünften Klassen zu Tablet-Klassen. iPads kommen dann also auch im Unterricht in allen Fächern zum Einsatz. Vorteil für dich? Auch Bücher lassen sich über das iPad darstellen. Und das bedeutet ein leichterer Schulrucksack. Deshalb kommen wir mit dem Homeschooling und dem Distanzlernen prima zurecht. Damit auch du schnell digital fit wirst, machst du in der 5. Klasse bei uns deinen PC-Führerschein. Was für dich auch neu ist, wir sind eine offene Ganztagsschule. Vormittags von 7.50 Uhr bis kurz nach 1 findet Pflichtunterricht statt. Danach kannst du in der Mensa eine Pause machen oder dich im Außenbereich auf unserem Klettergerüst austoben. Ab 2:30 starten dann die Nachmittagsangebote mit Arbeitsgemeinschaft, wie zum Beispiel der Schülerband, dem Theaterspiel, Klettern, Kochen, chemische Experimente, dem Mofa-Führerschein und vieles mehr. Das macht Spaß. Da ist garantiert auch für dich was dabei. Kurz noch zum Pflichtunterricht am Vormittag. Dieser besteht aus den Fächern der Fachbereiche Mathematik, Naturwissenschaften mit Biologie, Physik und Chemie. Für diese Fächer haben wir eine tolle Ausrüstung, damit du auch richtig schön experimentieren und forschen kannst. Und in einigen Klassenräumen warten unsere kleinsten Mitbewohner auf dich. Bartagamen, Schildkröten und Halsbandleguane, die von uns liebevoll versorgt werden. Dabei darfst du gerne mitmachen. Auch sind wir eine sportfreundliche Schule. Wir haben große Außen- und Innensportanlagen für viele Sportarten und ein paar Spezialitäten, zum Beispiel eine Beachvolleyballanlage. Ehrensache, dass wir jedes Jahr am Altstadtlauf teilnehmen. Jetzt zum Fachbereich musisch-künstlerische Bildung. Hier lernst du im Umgang mit Musikinstrumenten, Pinsel und Tusche, Hammer und Säge und Nadel und Faden. Das klingt vielleicht nebensächlich, ist aber Lernen mit Herz und Hand. Weitere Fachbereiche sind Sprachen mit Englisch, Französisch und Spanisch, GSW mit Geschichte, Erdkunde und Politik. Das war jetzt ganz viel über unseren Schuleintag. Du musst dir aber nicht sofort alles merken. Damit du es leicht hast, dich zurechtzufinden, übernehmen ältere Schüler eine Patenschaft mit neuen Fünftklässlern. Die zeigen dir dann alles und erleichtern dir das Einleben. Und solltest du Probleme in Mathe, Deutsch oder Englisch haben, dann kannst du zum Förderunterricht am Nachmittag für die 5. und 6. Klassen gehen. Wir haben sogar eine Hausaufgabenhilfe. Ich bin da auch manchmal und helfe den Schülern zusätzlich zu der eingesetzten Lehrkraft. Aber es gibt nicht nur Probleme, auf die wir achten, sondern auch Begabungen von Schülerinnen und Schülern, die entdeckt werden müssen. Wusstest du, dass von allen Schülern eines Jahrgangs der Anteil von Hochbegabten mit ca. 2% und der Teilbegabten mit ca. 10% eingeschätzt wird? Sollten unsere Lehrer also vermuten, dass du eine Hoch- oder Teilbegabung hast, wird alles dafür getan, dass man deine spezielle Begabung feststellt und dich entsprechend fördert.
Und irgendwann wirst du feststellen, dass Lernen nicht nur in der Schulzeit stattfindet. Wir lernen ein Leben lang, weil täglich neues Wissen hinzukommt. Das merkst du schon mit deinem Handy. Deshalb ist es wichtig zu lernen, wie du selber lernen kannst. Auch wenn du schon längst unsere Schule verlassen hast. Und dafür machen wir unser Methodentraining. So, jetzt haben wir erstmal genug erzählt. Danke, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns schon auf dich. Wir freuen uns auf euch! Okay, dann versuchen wir das mal. So, jetzt haben wir erstmal genug erzählt. Wir können gleich noch. Okay. Darf ich kurz So, jetzt haben wir erstmal genug erzählt. Danke, dass du uns. Danke, dass du uns zugehört hast. Oh, Luis. Ey, lächerlich. Fragen beantwortet und gemeinsam in der Cafeteria. In der Cafeteria. Nicht alles komplett.